So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen. Hier spricht die Shalia Stevens von shaliastevens.com und heute bin ich im Gespräch mit einer ganz tollen, liebe Kundin, mit der Sandra Heim von Mama Revolution. Hallo Sandra. Hallo liebe Shalia, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer von Shalia. Ich freue mich hier zu sein. Wir sprechen heute über Sandras Kundenstimme. Also ich bin in der Gewohnheit gekommen, wann es nur geht, mit meinen Kunden zu sprechen auf dem Weg der Zusammenarbeit und einfach ihre Stimme einzufangen auf Video. Und Sandra, vielleicht möchtest du für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dich mal kurz vorstellen, sagen, wo du lebst, welche Kunden du hilfst, was zu erreichen. Ja, okay. Also ich bin die Gründerin von Mama Revolution. Ich bin vor etwas über 2 Jahren online gegangen mit Mama Revolution und ich unterstütze Mütter dabei, ihr eigenes Business voranzubringen, hauptsächlich durch 1:1 Coachings und durch meinen Blog. Und ja, und es läuft alles super gut und ich wohne in Poppenhausen am Fuße der Wasserkuppe mitten in der Pampa und kann aber aufgrund des Online-Netzwerkes einfach als Mama von hier arbeiten und habe einen tollen Kundenstamm und kann sogar mitten auf dem Land einfach als Coach arbeiten. Und das macht Spaß, ja. Ja, ich denke, das ist auch für viele ein riesengroßes Vorbildfunktion, ob du das bewusst machst oder nicht, weil viele wollen diese Freiheit haben von virtuellem Arbeiten, egal wo sie sind. Viele wollen diese Freiheit, die du hast, als Mama auch von zu Hause aus zu arbeiten und auch Zeit für dein Kind zu haben. Also ich denke, das ist eine ganz spannende Situation, in der du steckst, wo viele davon träumen. Und Sandra, was wir besprochen haben im Vorfeld zum Gespräch, ganz kurz, wo wir heute auf Skype gehüpft sind, ist die Frage, du bist selbst Coach, du bietest Business und Marketing Coaching an. Und wenn ich so sage, bei dir Coaching, ich meine das wirklich ganz bewusst, weil ich weiß von dir, dass du einen sehr puristischen Coaching-Ansatz hast, wie du die innere Wünsche, Bedürfnisse aus deinen Kunden herausholst. Und man könnte sich natürlich fragen, du bist eine erfolgreiche, auch auf dem Markt sehr bekannte Persönlichkeit. Also ich habe dich schon gekannt, du warst sichtbar in meiner Wahrnehmung, bevor du zu mir als Kundin gekommen bist. Wozu brauchst du, bitteschön, ein Business, ein Marketing-Coach? Also als allererstes, ich bin super froh, dass ich dich gefunden habe, obwohl ich schon sichtbar war, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten. Aber ich habe auch selbst so die Philosophie, dass eigentlich hinter jedem guten Coach ein guter Coach steht. Und ich habe gerade letztens auch ein super tolles Buch gelesen von einem ganz bekannten Coach. Das liegt normalerweise hier, jetzt gerade nicht. Aber da steht auch drin, dass er eigentlich allen Coaches empfiehlt, die erfolgreich werden wollen im ihrem eigenen Coaching-Business, sich selbst einen Coach zu suchen. Ja. Und da war ich einfach auf der Suche nach jemandem, der irgendwie beides vereint, also diese Business-Seite, aber auch das intuitive, weibliche. Und da bin ich ja bei dir dann genau an der richtigen Stelle gelandet. Ja. Und du hast mir vieles weitergegeben. Ich habe das direkt umgesetzt. Mein Business ist dadurch wirklich sichtbar gewachsen. Und gleichzeitig möchte ich immer noch weiterarbeiten mit dir, weil das einfach Spaß macht und man ja auch als Coach nicht davor gefeit ist, mal in gewissen Gedankenkarussellen hängen zu bleiben oder einfach mal jemanden zu brauchen, der einem hilft, irgendwie Ideen aufs Papier zu bringen und so. Und deswegen finde ich, dass wirklich hinter jedem guten Coach ein guter Coach steckt. Ja, und wir haben auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir sind auch Menschen in erster Linie und Coaches und andere Rollen in zweiter Linie. Ja, genau. Gell? Und wir kommen auch immer wieder, ich auch, an Punkte, wo ich einfach nicht weiter weiß oder wo ich mir selbst im Weg stehe und all diese Themen, gell? Ja. Lass uns einfach mal einen Rückblick machen. Und das Spannende bei mir und bei dir ist, dass wir sind ja jetzt schon in der zweiten Runde des Coachings, also du hast quasi dein erstes Paket verlängert. Aber wenn wir ganz weit zurückdenken, vor einem Jahr, wo wir, glaube ich, begonnen haben, etwa oder vielleicht ein bisschen länger als das, wo du gewesen bist in deinem Business und wo du hin wolltest und warum du deswegen eine Begleitung gesucht hast damals. Ja. Also damals war, als wir angefangen haben zu arbeiten, war, sagen wir mal so, die Basics und alles hatte ich schon richtig ausgebaut. Ne? Mein Blog, ich hatte schon Kunden,
Aber ich glaube, was mir gefehlt hat, war so die Sicherheit, dass dieser Kundenfluss einfach stetig vorhanden ist. Und ich habe jemanden gesucht, der mir hilft, einfach da so die richtigen Strategien zu implementieren, so dass ich irgendwie meine Arbeit auch entspannt machen kann und nicht immer so im Hinterkopf habe, so, oh, ich muss Kunden gewinnen oder sonst wie was, sondern dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann und nicht nur auf dieses Kundengewinnen. Und da hast du mir sehr stark drin geholfen. Wir haben zusammen Angebotspakete entwickelt, die wirklich total auf die Bedürfnisse meiner Kunden eingehen. Und das hatte ich so ausgefeilt nicht, bevor ich zu dir gekommen bin. Und ich kann auch sehen, seitdem ich diese Pakete habe, sind die Konvertierungsraten von meinen Strategiegesprächen auch nochmal gestiegen, weil ich irgendwie einfach so richtig mir die Zeit genommen habe, in der Zusammenarbeit mit dir wirklich zu gucken, okay, was brauchen meine Kundinnen, wie viele Sitzungen bieten sich an, was muss inhaltlich alles da sein. Und das hat sofort einen Unterschied gemacht und den konnte ich sofort spüren. Ja, du hast gerade diese Conversion angesprochen, weil, und wie du schon sagtest, du hattest schon einen soliden Stand an Kunden, als du zu mir gekommen bist. Und doch hast du viele Strategiegespräche gehabt. Ich glaube, damals hattest du irgendwie so 1 aus 5 Leute haben ja gesagt zu deinen Paketen. Und ich denke, du warst jemand, der binnen 2, 3 Monate irgendwie das irrsinnig gestiegen hast auf, was weiß ich, 80, 90%. Und irgendwann mal war es irgendwie Genau, so fast. den, ja, Ja, genau. wie ist das heute bei dir? Ist es angehalten, diese Sache, oder was war das, was das für dich geändert hat? War es ausschließlich die Pakete, oder was sagst du, war der ausschlaggebende Punkt aus deiner Sicht? Du, also das war, also es hat angehalten, die Konvertierungsrate ist gestiegen. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich schon noch mal sichtbarer geworden bin und viele Leute mich auch durch also viele potenzielle Kunden auch durch Facebook näher kennengelernt haben und sowas durch meine Facebook-Gruppe. Aber das war, du hast mir einen Weg gezeigt, wie ich dieses Strategiegespräch führe, so dass ich mein Gegenüber wirklich, dass ich den total abholen kann. Und das habe ich vorher schon auch gemacht, aber mir hat, Ist das die war Tür? jetzt zu hoch, mir hat einfach das, du, das waren so ein paar elementare Dinge, die dazugekommen sind, die mir irgendwie geholfen haben, in dem Strategiegespräch irgendwie mich so auf mein Gegenüber einzutunen, aber auch noch nicht irgendwie in diese Problemlösung zu gehen, weil das kommt ja dann wirklich erst in der Coaching-Beziehung, sondern wirklich ja, mein Gegenüber da abzuholen, wo sie steht und dann einfach auch diese Freiheit zu entwickeln im Gespräch, ne? Also du hattest mir das mal gesagt, das war, glaube ich, bei unserem Kennenlerngespräch, dass du das Gefühl hast, dass man eh irgendwie schon miteinander verabredet ist, ja? Und in der Haltung führe ich diese Gespräche jetzt auch, dass ich denke, wenn wir verabredet sind, dann dürfen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir nicht verabredet sind, dann werden wir nicht zusammenarbeiten. Ja? Und diese Lockerheit auch und diese Freiheit, die springt dann auch über, denke ich. Ja? Ja, genau, weil wenn wir nicht in dieser Unattachment, in dieser Freiheit sind, dann kann unserem Gegenüber das auch nicht sein, weil sie spüren irgendwie so, irgendwie die andere will was von mir Ja, letztendlich. genau. Ja, genau, diese Verabredung, ja, das stimmt. Ja, Sandra, und ich weiß nicht, ob du so weit zurückgehen kannst, aber wir probieren das einfach mal. Wenn man eine solche Coaching-Beziehung eintritt, dann hat man vielleicht gewisse Erwartungen, und einige Dinge davon treten genauso ein, andere Dinge kommen ganz anders überraschend. Also, was war deine Erfahrung auf dem ganzen Weg hinsichtlich deiner Erwartungen ursprünglich und das, was auch aus dem letzten Jahr in unserer Zusammenarbeit entstanden ist? Also ich bin total glücklich mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und mit den Ergebnissen. Es hat mir unheimlich viel Sicherheit gegeben. Auch der Erfolg, der daraus entstanden ist, dass ich habe so Schritt für Schritt einfach mein Unternehmerinnen- und Coach-Dasein aufgebaut. Und also zurzeit ist es so, dass ich immer wieder total überrascht bin von unseren Coaching-Sitzungen, ne? Weil ich jetzt auch an so einem Level bin, wo es irgendwie
wo ich auch die Freiheit habe, einfach Ja. diese ganzen, das Fundament ist gesetzt und ich habe die Freiheit, jetzt auch spielerisch damit umzugehen. Und da bist du auch so ein super Partner, ja. Einfach mindsetmäßig wirklich da an den richtigen Rädchen zu drehen und dann auch einfach mal, ne, unser Lieblingsspruch da von dem Buch, was ich geschenkt bekommen habe, einen Scheiß muss ich, ja. Also da einfach auch das in meinem Hinterkopf behalten, wirklich gucken, okay, aber worauf, was will ich wirklich, ja? Will ich jetzt wirklich meine nächsten Facebook-Posts erarbeiten, weil ich denke, das ist so wahnsinnig wichtig, um mein Business voranzubringen? Oder gibt es vielleicht nicht was ganz anderes, wo mein Herz für schlägt, ja? Blogartikel einfach spontan herauszuschreiben, so, und das ausdrücken, was ich wirklich ausdrücken will. So, also einfach, ich glaube, momentan bist du für mich ein super Partner, um einfach diesen inneren Weg von dem, was ich wirklich authentisch leben will, in mein Business zu integrieren und dann auch einfach links und rechts die Strategien sein zu lassen, die sinnvoll wirken, aber die mir einfach keinen Spaß machen. Ja, Ja. das war in letzter Zeit echt so. Und wir haben, du und ich, haben viel gelacht in Ja. den letzten Treffen. Ja, das ist so schön, weil ich habe einfach das Gefühl, wir beide sind einfach ein Team. Und was wir tun dürfen gemeinsam ist, wir dürfen einen Blick gemeinsam drauf werfen auf die witzigsten Sachen. Was hattest du neulich gehabt? Du hattest so eine Phase, wo du wie von außen auf Sandra geschaut hast. Was so cool war. Und ja, wirklich diese kleinen Dramen, die wir haben als Unternehmer und Unternehmerin, irgendwie lustig, leicht zu nehmen, Genau. dahinter zu schauen gemeinsam und zu gucken, worum geht es da tatsächlich wirklich. Aber nicht, Absolut. gell, aber nicht mit Ernsthaftigkeit die ganze Zeit, sondern auch irgendwie so mit Freude. Und ja. Genau, und auch wirklich mit Humor an die Sache gehen und vor allem sich selbst nicht so wahnsinnig ernst Ja. nehmen. Ich finde, das kannst du auch so super. Du kannst über dich lachen, ich kann über mich lachen. Ja, Und dann genau. strahlen wir aufeinander und haben einfach Ja. Exakt, die ganze Zeit. Gut, also dann lass uns in die nächste Frage gehen. Die stelle ich auch ganz gerne. Ist auch lange her, dass du dich für mich entschieden hast. Aber was war der Grund? Also kannst du dich erinnern, weil ich meine, es gibt sehr viele verschiedene Leute auf dem Markt, die einem helfen können, voranzukommen. Was waren so für dich die ausschlaggebenden Gründe? Ja, du, also das war ganz einfach, weil das war eine Empfehlung von der Nicole Beiler, von der lieben Nicole Beiler. Und wir hatten damals irgendwann geskypt und dann hat sie einfach nur gesagt, du, weißt du was? Und ursprünglich ging es für mich darum, dass ich eigentlich mein erstes Online-Produkt entwickeln wollte, ne? Und Ja. dann meinte sie so, geh doch zur Shelia. Und dann habe ich dich im Netz entdeckt. Du hast das Strategiegespräch mit mir geführt. Ich war sofort total Ja. gewonnen. Und dann wurde aber im Coaching klar, eigentlich geht es gar nicht darum, das Online-Produkt zu entwickeln, sondern erstmal wirklich das eine Angebot, das 1-zu-1-Coaching, wirklich total auszufeilen. Ja? Ja, ja. Und das haben wir gemacht und das ist auch etwas, wovon ich total profitiert habe, weil das mir selber total entsprochen hat. Und ich dadurch, dass ich das ausgebaut habe, glaube ich, ist alles viel schneller noch mehr ins Rollen gekommen, als hätte ich angefangen, mich zu verzetteln mit, jetzt mache ich noch hier ein Produkt und da ein Produkt. Und genau so geht es übrigens meinen Kundinnen auch. Ja, dass Ja. es immer so wichtig ist, wirklich, es gibt tausende von Möglichkeiten im Netz, aber dann wirklich gucken, okay, was ist die eine Sache, die mich jetzt wirklich vorwärts bringt, ja. Also genau, aber so habe ich dich gefunden über die Nicole. Und dann haben wir das Gespräch geführt und ich weiß, du hast auch noch so wirklich tolle Dokumente von Kundentestimonials und sonst was, aber das habe ich alles gar nicht durchgelesen, weil ich wusste, die Frau ist toll, bei der mache ich das jetzt. Ja, also. Ja, die Nicole, das ist so witzig. Ja, jetzt, wo du das sagst, kann ich mich daran erinnern, dass es so war. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also lass uns dann noch in die nächste Frage gehen, nämlich was hast du erzielt in der Zeit und an Ergebnissen, seitdem wir gemeinsam zusammenarbeiten? Und ich habe dir gesagt im Vorgespräch auch, ich bin ganz fest der Meinung, dass jeder, der dran bleibt, kommt irgendwann mal zu seinen Ergebnissen sowieso. Ja. Gell? Also du denkst das wahrscheinlich auch mit deinen Kunden und wir sind dort, um irgendwie den Weg angenehmer zu gestalten, vielleicht, dass man ein bisschen schneller hinkommt, ein bisschen mehr reflektiert an die Sache rangeht, aber die Ergebnisse bekommst du auch so. Was hast du in der Zeit erreicht gefühlt, so an große Meilensteine?
Also, ich bin jetzt im Februar 2014 online gegangen und seitdem habe ich rund 50 Kundinnen an Bord genommen. Eins zu eins Kundinnen, die ich alle über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen begleite. Ich habe meine Marketingstrategie weiterhin ganz simpel gehalten. Ja. Aber dadurch, dass alles so gut aufgestellt ist und bei mir irgendwie der Kanal einfach funktioniert, ich habe eine ganz klare Positionierung, ich habe eine ganz klare Kundenansprache, Ja. Funktioniert das, ohne dass ringsherum so wahnsinnig viel noch passieren muss. Ja. Und das ist für mich der größte Erfolg, dass ich jetzt wirklich als Coach mich mehr oder weniger etabliert habe, ja. Ja. Und jetzt langsam an den Punkt kommen, wo ich merke, okay, jetzt wird ein Online-Produkt langsam interessant. Ja. Aber jetzt diese ersten 2 Jahre wirklich einfach zu sehen, es läuft, der Stein ist ins Rollen gekommen, das Selbstbewusstsein aufbauen, das waren für mich die größten Meilensteine. Ja, ja. Und wie du auch sagtest vorhin, also dann kommt man irgendwie so, man hat diese Sicherheit gewonnen, dieses Selbstbewusstsein, diese Ruhe. Und was ich bei dir beobachte, ist, dass das jetzt beginnt, so sich noch aufzuweiten, sozusagen, okay, aber bringe ich alles von mir ein oder geht dann noch mehr? Und, und wie entwickle ich meine Programme weiter? Und was sind da die nächsten Schritte? Und irgendwie so, oder? Genau, jetzt einfach noch, weil letztendlich alle, die wir uns online selbstständig machen, oder die meisten zumindest, also gerade Frauen und gerade also auch die Mütter, die ich coache, wir wollen irgendwie alle ein Business führen mit Leidenschaft. Wir haben irgendwie keine Lust mehr, irgendwas übers Knie zu brechen, nur wegen dem Erfolg oder nur wegen dem Geld. Wir wollen alle das, was authentisch aus uns raus will, in ein Business gießen und damit ein gutes Einkommen generieren. Ja? Ja. Und auf dem Weg merke ich, ist bei mir auch noch Wachstum möglich. Es gibt Teile von mir, die kommen noch nicht so deutlich in meinem Business zum Vorschein und ich bin gerade dabei, nach Wegen zu schauen, wie die noch deutlicher da reinkommen. Ja, Mama Revolution, letztendlich der Name sagt ja schon, das soll eine Bewegung werden. Eine richtige. Und da bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie sieht die nächste Ebene aus? Mhm. Ja, was muss ich tun, um auf die nächste Ebene zu kommen? Und Genau, es ist ja auch ein Entwicklungsweg und es ist nie ein starres Etwas, was irgendwie aufhört zu werden. Es ist ein stetiges Werden. Das ist das Schöne ist, und manchmal nütze ich diese Kundenstimmen-Videos, um auch eine Botschaft zu übertragen, nämlich egal, wo du dran stehst, ich meine, uns wird suggeriert, dass wir sollen ein Ziel haben und dann kommen wir dahin und dann sind wir erfolgreich, aber darum geht es ja gar nicht. Yeah. Es geht um diesen Prozess, es geht um dieses stetige Werden und jeden Schritt seines Wegs zu genießen. Genau. Also jetzt stelle ich die letzte Frage, Sandra, und die habe ich gerade erfunden. Die steht hier gar nicht auf dem Set, weil ich finde, ich meine, du und ich, wir wissen ja, also ob jemand zu uns kommt oder geht zu einem anderen Coach, das spielt weniger eine Rolle, weil wir wollen, dass die Leute da draußen einfach die für sie richtig passende Begleitung oder Unterstützung oder Lehre, was auch immer das Ding ist, bekommen. Genau. Was würdest du sagen für jemanden, der gerade zuhört und überlegt, vielleicht brauche ich einen Coach oder irgendwie eine Begleitung auf eine gewisse Art und Weise, was würdest du denen raten, wie sie das für sie richtiger in dem Moment finden können hinsichtlich einen Coach, Berater oder Trainer in dem Sinn? Ich weiß, das ist sehr weit gefasst, aber... Ja, gute Frage. Also ich glaube, da würde ich, also so wie ich bin auch voll meinem Gefühl gefolgt oder beziehungsweise ich habe diesen Wunsch erstmal für mich innerlich artikuliert, ich hätte gerne Unterstützung. Dann kam das Gespräch mit der Nicole, dann kam die Weiterempfehlung und dann bin ich einfach meinem Gefühl auch gefolgt. Ja? Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, ja, bei uns beiden hat es Klick gemacht. Ja. Ja? Bei dir und deinen anderen Kunden hat es Klick gemacht. Bei mir und meinen Kunden macht es Klick. Also man muss einfach vielleicht auch eine Weile suchen, bis man wirklich die Person findet, wo es Klick macht. Ich würde einfach im Netz, oder ich würde wirklich auch einfach mal Freunde fragen, bekannte Unternehmer, die im Netz unterwegs sind, ob es da jemanden gibt, den sie kennen, wo sie sich vorstellen könnten, dass irgendwie die Chemie stimmt. Ja. Und dann, wie gesagt, ich würde jetzt nicht denjenigen nehmen, der vielleicht vom Verstand her am passendsten wirkt, sondern ich würde wirklich die Person nehmen, wo es vom Herzen her passt und irgendwie
ja, irgendwie diese Magie dann anfangen kann zu wirken. Ne? Weil, das merkst du doch bestimmt auch, dass wenn man irgendwie, ne, also der richtige Coach mit dem richtigen Coachee, da kann echt Magie entstehen. Ja, ja. Und das kann man nur über das Herz irgendwie herausfinden, wer da wirklich passt. Ne? Das ist so, das ist so. Also Leute da draußen, hört auf euer Herzen. Schaut euch das aus der Perspektive an, sehr schön. Sandra, wo findet man dich im Netz? Also wenn man einfach mehr über dich erfahren möchte, wo könnte man dich finden? Ja, also meine Internetadresse ist www.mamarevolution.de. Und ja, alle Besucher sind herzlich willkommen, sich bei mir umzuschauen, vor allem die Mamas natürlich, weil ja, genau, dann richtet sich das. Und ja, ich freue mich auf regen Besuch auf meiner Webseite. Sehr, sehr schön. Auch von mir herzlichen Dank für das heutige Gespräch und wir sehen uns im nächsten Coaching. Genau, bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss.